Mahlzeit, Jungs. Heute ist es soweit. Das Dekor ist da. Ich freue mich mega. Ich bin mal gespannt, wie Vietnam auf dem guten Stück aussieht. Eine Probe. Klebedruck habe ich schon gemacht. Also die Kante vorne, die da oben drauf ist. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr könntet halbwegs erkennen. Na, eher weniger, ne? Das ist so richtig dreidimensional. Im Endeffekt wirklich absolut Hammer. Und ihr seht natürlich mit dieser Camouflage-Geschichte. Warum Camouflage? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Viele von euch werden sich denken, Alter, warum nimmst du nicht wieder was auffällig wie sonst? Sondern ich halte mir immer noch die Option offen, das Fahrzeug wieder zu verkaufen. Ne? Mit so einem Camouflage-Dekor ist sie einfach leichter an den Mann zu bringen. Viele Jäger, viele Förster, auch viele normale Menschen stehen total auf Camouflage. Und genau das ist der Grund, wieso ich mich dafür quasi dafür entschieden habe. Wo ich das Dekor her habe, werde ich euch verlinken. Das ist ein richtig, richtig guter Fachhändler, der mich auch wirklich gut beraten hat. Der auch im Endeffekt nicht so viel versprochen hat. Das Einzige, worauf ihr euch einstellen müsst, ist, wenn ihr es dort bestellt. Es kostet tatsächlich ein paar Euro mehr. Und die Lieferzeit ist auch eine Katastrophe. Also ich habe jetzt wirklich für das Dekor, ich will nicht lügen, aber bestimmt 6,5 bis 7 Wochen gewartet. Der Druck ist aber absolut geil. Also es sieht wirklich 3D-mäßig aus mit einer Schutzfolie. Top. So. Was machen wir jetzt? Wir packen das beiseite und fangen jetzt an, um den Flansch zu deinstallieren, damit wir die erste Dekor-Schutzfolie hier oben drauflegen können. Und ja, als erstes bearbeiten können. Denn mit dem Fender, mit dem Frontfender will ich anfangen. Das geht hier so rauf, glaube ich. Ob der Fender vielleicht auch ein Dekor bekommt, weiß ich nicht. Müssen wir uns angucken. Ich habe so viele Aufkleber da. Alte Scheiße. Gut, dann bauen wir mal das Verbindungsstück von dem Schnorchelkit ab. Bis gleich. Bei euch mache ich dann einfach nur, wie sagt Thomas immer, warte. Und dann ist es da. Bis gleich. Aus, wenn man Lampen nicht ordentlich abdichtet bzw. Wartung und Pflege nicht groß schreibt. Die kommen weg, dafür kommt LED ran. Läuft. So, wie ihr seht, ich bin jetzt beim Endspurt. Ich habe die größte Kunststoffverkleidungsgeschichte wieder dran. Jetzt muss ich hier noch das Regal quasi festmachen, diese Ablage. Unten noch ein paar andere Teile festmachen und dann ist es fertig? Hoffe ich. Bleibt dran, wird lustig.
So, ich bin jetzt Gott sei Dank durch. Die Finger sehen aus hier. Von der Folie, von den Kleberesten mal abmachen mit dem Handschuh. Und alte Scheiße, das Ding ist mal mega geil geworden. Das sieht richtig gut aus. Guckt es euch an, bleibt dran.